Dürfen wir Ihnen mal kurz auf Ihr Butterbrot gucken? Was streichen Sie da drauf? Teure Butter? Billige? Bio-Butter von glücklichen Kühen aus den Bergen? Oder Hauptsache streichfest? Egal woher. Bevor wir den großen Buttertest machen, haben wir uns in Mainz umgehört. Ich kaufe eigentlich seit Monaten dieselbe. Immer von der einen Firma. Die schmeckt uns, schmeckt meinen Kindern und dabei bleiben wir. Ich gucke eigentlich schon nach dem Preis und habe auch meine bestimmten Sorten. Und wenn die dann günstig sind, dann kaufe ich die auch. Ja, also ich benutze ein No-Name-Produkt und das ist einfach Gewohnheit von meinen Eltern her. Ich kaufe einfach immer dasselbe Produkt. Bio-Butter ist besser, weil die Tiere einfach ein bisschen besser gehalten werden noch als die konventionellen Milchkühe. Also kann ich mir jetzt gerade bei so einem Grundnahrungsmittel wie Butter, was ja in der Herstellung jetzt auch nicht so komplex ist und wo auch nicht so viele Zusatzstoffe drin sind, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sich das an den Zutaten großartig unterscheidet. Das Gras wächst auf jeder Weide genauso wie der andere. Die Kühe fressen immer dasselbe. Also ob das so ein großer Unterschied ist, glaube ich nicht. Ich denke schon, dass es dort qualitative Unterschiede gibt. Ansonsten würde sich das ja nicht wirtschaftlich festigen, also unter preislichen Gesichtspunkten. Herzlich willkommen zur Drehscheibe, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie dabei sind. Also die Grundsatzfrage, die ist in einer aktuellen Umfrage gerade eindeutig beantwortet worden. Butter statt Margarine. Über 80% der befragten Brotbestreicher stehen auf Butter. Aber auf welche? Da gibt es ja eine Menge Unterschiede. Vom Preis über den Geschmack bis hin zu den Inhaltsstoffen. Wir haben uns mal durch die Kühlregale getestet. Die teure Butter und die billige im Expertencheck. Unser erster Test, die Qualität. Deutsche Markenbutter. Das Siegel mit dem Adler prangt nicht nur auf den drei Billigprodukten, sondern auch auf der Bio-Butter und auf der teuren Marke Weihenstephan. Nur die irische Kerrygold trägt das Siegel logischerweise nicht. Was erwarten Verbraucher von deutscher Markenbutter? Wenn ich deutsche Markenbutter höre, würde ich erwarten, dass das aus deutschen Produkten stammt, also deutsche Herstellung, deutsche Tiere und in Deutschland verkauft, ohne Zwischenstopp irgendwo im Ausland. Die Milch müsste aus Deutschland kommen. In Deutschland produziert aus Milch von deutschen Kühen. Stimmt das? Also deutsche Markenbutter wird zwar in Deutschland hergestellt, aber es ist so, dass die Milch nicht zwingend von Kühen aus Deutschland stammt. Die kann durchaus auch aus anderen Ländern zugekauft sein, beispielsweise aus Dänemark, Holland oder aber aus osteuropäischen Ländern. Woher kommt die Milch für die deutsche Markenbutter in unserem Test? Wir haben nachgefragt bei den Herstellern. Alle geben an, dass die Milch hauptsächlich aus Deutschland stamme. Teils greife man aber auch auf Milch aus Nachbarländern zurück. Aus welchen genau, gibt nur der Hersteller der Bio-Butter an. Laut Berchtesgadener Land kann die Milch auch aus Österreich kommen. Die Milch für deutsche Markenbutter kommt also nicht unbedingt aus Deutschland. Doch wofür steht das Siegel dann? Es wird eine besondere Qualitätsanforderung beschrieben, die auch amtlich überprüft wird. Das Siegel steht also für amtlich geprüfte Qualität. Unser nächster Check, die Streichfähigkeit. Harte Butter, weiches Brot, das funktioniert nicht. Aber gibt es Unterschiede zwischen teuer und billig? Dieses Gerät misst die Kraft, die für das Durchtrennen der Butter notwendig ist. Je geringer der Kraftaufwand, desto weicher die Butter und desto besser lässt sie sich streichen. Die Butter hat dabei immer eine Temperatur von etwa 15 Grad. Das Ergebnis. Am besten funktioniert das Streichen mit einer teuren Marke, nämlich mit Kerrygold, gefolgt von der billigen Milsani von Aldi. Insgesamt aber gilt für jede deutsche Markenbutter im Test keine Beanstandungen bei der Streichfähigkeit, egal ob billig oder teuer. Am besten aber funktioniert's mit der siegellosen Kerrygold. Unser nächster Check. Wie gesund ist die Butter? Sie enthält Wasser, bis zu 16%. Der Großteil aber sind Fette. Wie wirkt sich das auf die Gesundheit aus? Ungesättigte Fettsäuren, insbesondere mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäuren, können helfen, den Lipidstoffwechsel gesund zu erhalten. Das heißt, sie helfen, das Cholesterin zu senken und auch Triglyceride im Blut zu senken. Und damit leisten sie einen wertvollen Beitrag zur Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Welche Fette enthält die Butter im Test? An der Universität Jena lassen wir ein sogenanntes Fettsäurespektrum erstellen. Für jede teure und jede billige Butter. Auffallend die Bio-Butter und Kerrygold. Hinsichtlich der Fettsäuremuster, die wir in den Butterproben gefunden haben, sind die Kerrygold-Butter und die
Biobutter von Berchtesgadener Land. Die beiden Sorten, die am besten eigentlich einen Beitrag zur Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren leisten können. Die anderen Produkte hingegen enthalten deutlich weniger gesunde Fettsäuren. Das Ergebnis des Fettsäurenchecks. Zwei teure Produkte liegen klar vorn. Die irische Kerrygold und die Biobutter von Berchtesgadener Land. Die teure Weinstefan hingegen enttäuscht. Sie enthält nicht viel mehr wertvolle Fettsäuren als die Billigbutter. Welche Butter mögen die Verbraucher am liebsten? Der Kundencheck. Sonntags morgens allein frühstücken, darauf hat Klaus Schultheiß keine Lust. Und deshalb hat er den Frühstückstreff ins Leben gerufen. Heute aber geht's hier nicht nur ums Kennenlernen und ums gemeinsame Frühstück, sondern es wird auch getestet. Und zwar dreimal billige Butter und dreimal teure. Ohne, dass die Marke zu erkennen wäre. Welche Butter schmeckt und welche fällt bei den Testkunden durch? Insgesamt 35 Testkunden stimmen ab. Die Lieblingsbutter bekommt ein Brötchen, also einen Punkt. Das Ergebnis. Der klare Sieger im Geschmackstest, eine Billigbutter, gut und günstig, von Edeka. Platz 2 für die Discounterbutter von Aldi und Lidl, gleich auf die teure Kerrygold. Nur Platz 5 für die Marke Weinstefan. Und auf dem letzten Platz der Stichprobe landet die Biobutter von Berchtesgadener Land. Das teuer oder billig Fazit. Gute Qualität gibt es schon zum günstigen Preis. Das gilt auch beim Geschmack. Beim Fettsäurecheck allerdings konnten zwei teure Produkte punkten. Die Biobutter von Berchtesgadener Land und Kerrygold. Enttäuschend hingegen die teure Weinstefan. Sie enthielt in unserer Stichprobe kaum mehr gesunde Fettsäuren als die Billigbutter.